Stundenlang die besten und spannendsten meiner Hörspiele auf Spotify, Apple Music oder Amazon Music. In bester Qualität. Ganz wichtig, folge der Playlist. Erster Link in der Beschreibung. Tut mir leid, ich weiß, wir kennen uns noch nicht so gut, aber ich bin gerade echt verzweifelt und weiß nicht, an wen ich mich sonst wenden soll. Die Polizei kommt nicht in Frage und Freunde? Naja, du bist eben mein einziger Freund. Auch wenn du am anderen Ende des Landes wohnst und wir uns über League of Legends kennengelernt haben. Trotzdem habe ich die Hoffnung, dass du mir glauben wirst. Ich hatte dir doch erzählt, dass meine Eltern und ich umgezogen sind, als Papa mit seinem neuen Buch mehr Geld verdient hat. Ich freute mich darauf, endlich in ein neues Haus zu ziehen, auf ein größeres Zimmer und den versprochenen Garten. Aber dieses neue Haus, es war alles andere als neu. Mama hat gesagt, dass es vor über 100 Jahren gebaut worden war. Aber als ich dann das erste Mal vor der antiken Villa stand, wurde mir auf einmal ganz anders zumute. Die dunkle, edle Fassade, die langen Fenster, das verwilderte Grundstück. Alles wirkte absolut bedrohlich für mich. Und ja, ich hatte Angst, dort hineinzugehen. Alles in mir hatte aufgeschrien, sofort umzukehren und auf keinen Fall dort hineinzugehen. Aber ich hatte nicht auf diesen Impuls gehört. Leider. Nur wenige Wochen später hatten wir uns dort eingerichtet. Mein Zimmer war oben. Die alte, verstaubte Tapete hatten wir heruntergerissen und es schließlich in ein freundliches Grün gestrichen. Nur eine einzige Wand nicht, denn die war mit Holz verkleidet. Mama schlug vor, mein Bett an diese Seite zu stellen, weil es so gut zu dem Holz passte. In der ersten Nacht habe ich kein Auge zugemacht. Ich traute mich einfach nicht. Kennst du dieses Gefühl, wenn du nachts im Bett liegst und du plötzlich merkst, dass irgendjemand dich beobachtet? Es hatte eine Weile gedauert, bis ich den Mut hatte, aus dem Schutz meiner Decke mich hervorzuwagen und das Licht anzuschalten. Ich sah mich im Zimmer um, doch natürlich war niemand dort. Und ich hörte nichts weiter als mein eigenes Herz, das wie verrückt schlug. Bald wurde es hell und ich machte mich 2 Stunden zu früh auf den Weg in die Schule. Meine Lehrerin wunderte sich, da ich sonst noch nie so pünktlich erschienen war. Aber natürlich erzählte ich ihr nicht, dass ich die Nacht aufgeblieben war. In der Schule konnte ich mich ein wenig ablenken, aber sobald ich wieder in die Nähe unseres Hauses kam, kroch die Angst in mir hoch. Ich konnte es mir nicht erklären, denn meine Eltern schienen nichts an dem Haus zu bemerken. Es war nicht nur die Angst, sondern auch die Luft, die ich atmete, die Atmosphäre um mich herum, wenn ich dort war. Ich spürte die Bedrohlichkeit, die die Wände ausstrahlten. Ich spürte, dass ich hier einfach nicht willkommen war. Ich erzählte meiner Mutter davon, aber natürlich glaubte sie mir nicht und schickte mich mit einer Schlaftablette ins Bett. Ich war mir sicher, dass ich zuvor das Licht an meinem Bett angelassen hatte, aber als ich in der Nacht wieder aufwachte, war es dunkel um mich herum. Ich traute mich kaum zu atmen, denn ich wusste, ich war nicht allein in meinem Zimmer. Da war dieses Geräusch. Immer wieder ein leises, fürchterliches Kratzen. Es kam von der Holzwand hinter meinem Bett, genau hinter meinem Kopf. Ich sprang auf und drückte den Lichtschalter, aber das Licht wollte einfach nicht angehen. Ich war mir sicher, was auch immer hinter dieser Wand lag, es hatte mich bemerkt, also rannte ich zur Tür. Aber sie ging nicht auf. Verzweifelt zog ich an dem Türgriff, aber ich war gefangen. Gefangen in der Dunkelheit, mit etwas Schrecklichem. Etwas, von dem ich wusste, dass es mich umbringen wollte. Das Kratzen auf dem Holz wurde lauter, lauter und lauter, bis es irgendwann unerträglich wurde. Ohrenbetäubend. Ich hieb mir die Ohren zu und begann zu schreien, in der Hoffnung, dass meine Eltern mich retteten. Ich erinnere mich nicht mehr, wie lange ich dort drin war und geschrien habe, bis dann endlich meine Eltern schließlich in mein Zimmer kamen. Da hatte ich bereits keine Stimme mehr und war längst panisch auf die Straße gerannt. Ich wollte keine einzige Sekunde mehr in diesem furchtbaren Haus verbringen. Natürlich dachten sie, ich hätte mir das alles ausgedacht, hätte geträumt, zu viel Stress in der Schule. Und sie schickten mich gleich am nächsten Morgen zu einem Arzt, der herausfinden sollte, was genau mit mir nicht stimmte. Ich erzählte ihm dann auch, ich hätte einfach nur schlecht geträumt. Ich wusste, egal was ich sagen würde, er würde mir nicht glauben. Er verschrieb mir starke Schlaftabletten und ließ mich gehen. Ich erzählte meiner Mutter, dass ich nicht mehr in meinem Zimmer schlafen wollte. Und ich erzählte ihr von dem Kratzen gestern Nacht. »Ach, das sind doch bloß die alten Rohre, Schatz«, sagte sie nur. »Die knacken manchmal. Das kommt vor.« Aber ich wusste, dass es nicht die Rohre gewesen waren. Der Makler hatte uns erzählt, wo sie entlang liefen. Und das war nicht die Wand mit der Holzverkleidung. Entweder wurde ich tatsächlich verrückt oder irgendetwas war mit diesem Haus. Langsam bekam ich das Gefühl, als ob es eine Seele besäße. Einen eigenen Willen. In der nächsten Nacht schlief ich im Schlafzimmer meiner Eltern. Ich hatte meine Matratze mitgenommen und sie dort auf den Boden gelegt. Beide waren nicht besonders angetan von der Idee, aber wollten es mir nach den Geschehnissen von gestern Nacht auch nicht ausreden. Mir fiel ein riesiger Stein vom Herzen, denn bei meinen Eltern fühlte ich mich sicher, sicherer vor dem Haus. Und so schlief ich ein. Aber ich würde falsch liegen.
Als ich aufwachte, war alles dunkel und ich lag auf kaltem Boden. Ich war plötzlich wie erstarrt. Da war wieder dieses scheußliche Kratzen. Und nun wusste ich auch, wo ich war. Ich war wieder zurück in meinem Zimmer. Aber warum war ich hier? Wie war ich hergekommen? Vor lauter Angst war ich kaum in der Lage zu denken. Nein, ich musste hier raus. Sofort hier raus. Ich tastete mich vorsichtig durch den Raum. Es war so dunkel, dass ich nicht einmal die Hand vor Augen sehen konnte. Meine Hand ertastete die Holzwand und ich konnte mich daran etwas orientieren. Doch gerade als ich sie berührte, hatte das Kratzen wieder aufgehört. Nun konnte ich nichts weiter hören als meinen eigenen Atem. Ich versuchte, meine Angst zu unterdrücken und an nichts zu denken und irgendwie zur Tür zu gelangen. Ich fokussierte mich auf meine Hände auf dem Holz. Es hatte viel mehr Kerben, als ich es in Erinnerung hatte. Vorsichtig tastete ich mich weiter und machte noch einen Schritt nach vorn. Wo war mein Bett? Sollte mein Bett nicht eigentlich genau hier stehen? Ich lief immer weiter, bis ich schließlich auf das andere Ende der Wand traf. Ich war doch nicht in meinem Zimmer. Es roch auch nicht mehr wie mein Zimmer. Es war stickig und in der Luft lag ein widerwärtiger, fauler Geruch, von dem mir total übel wurde. Das Kratzen ertönte erneut, aber dieses Mal war es anders. Es ließ mir das Blut in den Adern gefrieren. Denn dieses Mal klang es wirklich anders. Na, als ob es... Ich tastete mit meinen zitternden Fingern ein wenig zurück. Ich konnte die Vibration spüren. Die Nägel, die auf der rauen Oberfläche entlang schliffen. Immer deutlicher spürte ich es. Und dann etwas Weiches, Kaltes. Etwas, das noch nie vorher da gewesen war. Eine Hand. Ich zog meine eigene Hand weg und stolperte zurück. Das Kratzen hatte mittlerweile aufgehört. Ich hörte nun, wie jemand atmete. Ein langsames, rasselndes Atmen. Ich war wie erstarrt. Ich wollte weglaufen, aber ich konnte mich nicht rühren. Ich wollte schreien, aber kein Ton kam aus meiner Kehle. Das Atmen wurde lauter und lauter. Ich spürte es direkt an meinem Ohr. Er. Es war nur ein Flüstern. Doch neben meinem Ohr klang es unheimlich laut. Lässt uns. Ich kniff die Augen zusammen und flehte meine Beine an, mich endlich von ihr wegzutragen. Aber sie hörten nicht auf mich. Nicht gehen. Die eiskalten Hände ergriffen meinen Arm. Der Griff wurde so fest, dass ich für einen Moment vergaß zu atmen. Er lässt uns nicht gehen. Ich schlug die Augen auf und fand mich im Schlafzimmer meiner Eltern wieder. Dort, wo ich mich schlafen gelegt hatte. Das beruhigte mich. Es war also nur ein Traum gewesen. Nichts weiter als ein blöder Traum. Verdammt, dieses Haus konnte einem vielleicht Streiche spielen. Ich setzte mich auf und spürte plötzlich einen stechenden Schmerz. Es war mein Arm. Mit einem Mal war ich hellwach. Ich ging ins Badezimmer und zog mein Shirt aus. Und tatsächlich, direkt über meinem Ellbogen war nun ein riesiger blauer Fleck, der erschreckenderweise einem Handabdruck erstaunlich ähnlich sah. Die blutenden, halbmondförmigen Kerben schienen von Fingernägeln zu stammen. Ich ging zurück ins Schlafzimmer, unsicher, was ich jetzt unternehmen sollte. Ich knipste auf meinem Weg überall das Licht an. Doch im Bett meiner Eltern fand ich nur meine Mutter, die noch immer tief und fest schlief. Im ganzen Haus war es dunkel gewesen, als ich ins Bad gegangen war. Also wo war mein Vater hingegangen? Ich brach den Gedanken ab und hielt inne. Hatte ich gerade seine Stimme gehört? Ich ging wieder nach unten, am Badezimmer vorbei und lauschte. Eine Stimme klang aus dem Keller. Leise öffnete ich die Tür. Er schien sich mit jemandem zu unterhalten. Aber wer würde ihn mitten in der Nacht anrufen? Und warum würde er zum Telefonieren in den Keller gehen? Das ergab doch alles keinen Sinn. Dann fiel mir wieder ein, dass ich gerade sein Handy auf dem Nachttisch liegen gesehen hatte. Und dabei wurde mir ganz anders. Leise schlich ich die Kellertreppe hinunter. Es war dunkel, doch von unten konnte ich das Licht flackern sehen. Papas Stimme war jetzt laut genug, aber trotzdem verstand ich kein Wort. Es war wie, als würde er eine andere Sprache sprechen. Eine, die ich noch nie zuvor gehört hatte. Ich habe mich nicht getraut, ihn anzusprechen, ihn zu fragen, warum zur Hölle er mitten in der Nacht zwischen all den Kerzen steht, mit einem rostigen Messer in der Hand und mit dem Ding redet, auf einer Sprache, die ich nicht verstand. Auch am nächsten Morgen beim Frühstück habe ich nichts gesagt. Denn Papa hatte sich verändert. Er wirkte nicht mehr wie er selbst. Irgendwas war mit diesem Haus. Dem war ich mir jetzt eindeutig sicher. Ich suchte im Internet nach unserer Adresse und stieß schließlich auf einen alten Zeitungsartikel. Unser Haus wurde seit jeher nie lange bewohnt. Alle Familien, die es bezogen hatten, waren allesamt nach nur wenigen Wochen geflüchtet. In dem Artikel wurde behauptet, dass es verflucht sei. Denn der Architekt, der dieses Haus damals im Jahre 1896 für seine Familie entworfen hatte, sei irgendwann verrückt geworden. Er hielt sich nur noch im Keller auf und praktizierte angeblich dunkle Rituale. Dort, wo er sich dann später die Kehle aufgeschlitzt hatte. Seine Frau und sein Sohn wurden nie gefunden. Jedoch fand man ihr Blut in beinahe jedem Winkel der Küche. Ich konnte es nicht fassen, dass wir allen Ernstes in so ein Haus gezogen waren. Hatten meine Eltern das alles nicht gewusst?
Nun hatte ich die Gewissheit, dass all diese Einbildung, diese Träume, die ich gehabt hatte, dass sie alle echt gewesen waren. Ich zeigte meiner Mutter den Artikel, in der Hoffnung, sie würde auf mich hören. Aber sie lachte nur darüber. Du schaust so viele Horrorfilme, meinte sie. Deine Fantasie geht einfach mit dir durch. Sie schien auch nicht zu bemerken, dass Papa in den Nächten verschwand. Ich tat immer so, als würde ich schlafen, wenn er wieder wie in Trance aus dem Bett stieg und wie immer im Keller dann verschwand. Manchmal noch folgte ich ihm. Dieses alte, rostige Messer, das er jede Nacht aus seiner Truhe hervorholte und dann anstarrte, es schien der Grund für all das zu sein. Der Grund, aus dem er sich veränderte. Er schien wie besessen davon zu sein. Ich schlief nur noch tagsüber und nur sehr wenig. Trotzdem konnte ich in den Nächten, in denen ich wach lag, Schritte hören. Schritte, die nebenan aus meinem Zimmer kamen. Dann stand ich auf, blieb aber vor der Zimmertür stehen, weil ich mich dann doch nicht traute, hineinzugehen. Denn da war wieder diese Stimme. Ganz leise. Er lässt uns nicht gehen. Wer? Fragte ich eines Tages. Aber ich bekam keine Antwort. Nur das Knacken von Knochen und Füßen, die über den Boden schlurften. Jedoch hatte ich eine Vermutung. Am Wochenende holte ich ein Brecheisen aus dem Schuppen und wagte mich nach langer Zeit wieder in mein Zimmer. Die Vorhänge waren zugezogen. Auch sonst war es genau so, wie ich es verlassen hatte. Ich schob mein Bett von der Holzwand weg und begann, die einzelnen Holzlatten aus der Wand herauszubrechen. Und tatsächlich, ich stieß auf einen Hohlraum. Ich schluckte. Ich brach noch zwei weitere heraus, damit ich hindurchpasste, und leuchtete dann mit meiner Handytaschenlampe hinein. Dahinter war eine Leiter. Ich zwängte mich durch das Loch und erkannte sofort den Geruch wieder. Diese stickige, faule Luft, von der einem schlecht wurde. Mit Schrecken stellte ich fest, dass ich schon einmal hier gewesen war. Aber das war doch ein Albtraum gewesen, oder nicht? Ich leuchtete die andere Seite der Holzwand an und erstarrte in der Bewegung. Die Kerben im Holz, die ich im Traum gespürt hatte. Es waren allesamt Kratzspuren. Ich zwang mich weiterzugehen. Mein Herz raste, während ich mich der Leiter näherte. Der Makler damals hatte nichts von einem Dachboden erwähnt. Aber dieser Hohlraum war auch nicht auf dem Bauplan verzeichnet gewesen. Dieser Ort sollte nicht so einfach gefunden werden. Da war ich mir sicher. Der Architekt musste diese Räume damals nachträglich gebaut haben. Deshalb waren sie nicht im Plan verzeichnet. Aber wieso? Was hatte er damit bezwecken wollen? Ich stieg die morsche Leiter hinauf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Sprossen. Dann war ich oben. Mein Puls hämmerte gegen meine Schläfen, als ich langsam den Kopf durch das Loch zum Dachboden steckte. Vorsichtig leuchtete ich mit der Lampe durch den Raum. Staub, Spinnenweben, ein paar alte Dachziegel. Und da hinten? Was war das? Die Holzlatten knarrten, während ich mich näherte. Da lag etwas. Es war verborgen unter einem Tuch. Der Gestank war hier oben noch entsetzlicher, sodass ich nur noch durch meinen Mund atmete. Ich zog das Tuch weg und ließ es beinahe sofort los. Ich sprang förmlich zurück. Zwei Körper lagen vor mir, halb verwest und aufgequollen. Eine Frau und ein Mann oder ein Junge? Ich konnte es nicht mehr genau bestimmen. Ihre trüben Augen starrten ins Leere. Dann, ganz langsam, bewegten sie sich und starrten mich an. Er lässt uns nicht gehen, hauchten sie immer wieder, kaum merklich. Er lässt uns nicht gehen. Ich war so entsetzt, dass meine Knie zitternd nachgaben. Aber dann verstand ich es. Endlich verstand ich es. Die Frau und der Sohn des Architekten, die er damals in der Küche umgebracht hatte. Deshalb hatte man ihre Leichen nie finden können. Der Architekt hatte sie hier oben versteckt und den Eingang mit den Holzbrettern verschlossen. Er hatte sie getötet, doch wollte ihre Seelen einfach nicht gehen lassen. Er hatte das Haus mit einem Fluch belegt. Nun schien sie dazu verdammt zu sein, für immer in diesem Haus zu bleiben. Also lag ich richtig. Dieses Haus wurde von Geistern heimgesucht. Aber nicht sie waren es, die mir etwas antun wollten. Hier schien noch etwas zu hausen. Irgendwo. Der Keller? Ich konnte diesen Gedankengang nicht mehr zu Ende führen. Denn ein Schrei ließ mich aufschrecken. Als ich wieder zu den beiden Geistern sah, waren ihre verwesten Leichen einfach verschwunden. An ihrer Stelle lagen nun zwei staubige Skelette. Ich hatte keine Zeit, mich darüber zu wundern, denn die dumpfen Schreie, die zum Dachboden hochdrangen, waren von Mama. Ich sprang auf und hastete die Leiter hinunter. Was war los? Wo war sie? Wo konnte sie sein? Mit dem Brecheisen bewaffnet stürmte ich durch jedes einzelne Zimmer, aber ich fand sie nicht. Dann blieb ich stehen und horchte. Der Keller. Es war der Keller. Los, meine schwitzigen Hände umfassten das Brecheisen noch fester, während ich die Stufen hinunterpolterte. Die Stimme meiner Mutter war verstummt. Als ich um die Ecke kam, lag sie auf dem Boden. Sie rührte sich nicht. Papa stand vor ihr und starrte zu ihr hinunter, unbeweglich. Er hatte mir den Rücken zugedreht. Papa?
fragte ich und konnte hören, wie dünn meine Stimme auf einmal klang. Was ist passiert? Ist sie gefallen? Der letzte Satz ist mir beinahe in der Kehle stecken geblieben. Denn nun sah ich, was er in der Hand hielt. Das rostige Messer aus der Truhe. Etwas dunkles Rotes tropfte von der Klinge. Er drehte sich zu mir. Da bist du ja, mein Schatz. Ich hab schon auf dich gewartet. Als er das sagte, hatte er die Stimme meines Vaters. Doch das breite, boshafte Grinsen des Architekten. Er hatte Besitz von ihm ergriffen. Es war niemals das Haus selbst gewesen, dessen dunkle Aura ich ständig gespürt hatte. Es war der Geist des Architekten, der selbst nach dem Tod seine Familie hier gefangen hielt. Ich hob das Brecheisen auf, hielt es schützend vor mich, während er langsam mir näher kam. Halt den Mund! Du bist nicht mein Vater! Was redest du denn da? Natürlich bin ich es. Und ich werde dafür sorgen, dass wir für immer zusammenbleiben. Du, ich und deine Mutter. Nur in diesem wunderschönen Haus. Hier werden wir für Ewigkeit eine glückliche Familie sein können. Er stand nun direkt vor mir. Ein dicker Schwall von Verwesung stieg mir in die Nase. Das war nicht Papa. Das war auf gar keinen Fall Papa. Nein, das konnte Papa nicht sein. Ich holte aus und zog ihm mit dem Brecheisen eins über. Kurz bevor er mir einen Stoß mit dem Messer versetzen konnte. Der Architekt stolperte zurück und stieß ein ekelhaftes Knurren aus. Ich ließ das Brecheisen fallen und flitzte an ihm vorbei. Ich hastete die Treppe hoch und meine Lunge brannte, während ich die Stufen gerade erklomm. Ich hörte ihn hinter mir fluchen, doch ich traute mich nicht hinzusehen. Als ich die Tür erreichte, packte er mein Bein und zog mich wieder in die Tiefe. Ich hielt mich am Türrahmen fest und zog mich mit aller Kraft wieder nach oben. Dann schlug ich die Tür zu und drehte den Schlüssel herum. Ich konnte hören, wie er brüllte, während er versuchte, die Tür einzutreten. Aber er schaffte es nicht. Ich habe die Kommode aus dem Flur dann davor geschoben. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Bitte hilf mir. Verstehst du jetzt, warum ich nicht zur Polizei kann? Ich muss einen Weg finden, diesen Fluch zu beenden. Den Fluch, den dieser Architekt auf das Haus gelegt hat. Sonst werden all die Seelen niemals ihren Frieden finden. Und Papa wird nie wieder er selbst sein. Aber wie soll ich das anstellen? Ich weiß es nicht, verdammt. Ich weiß es nicht. Du musst mir helfen. Wenn du jetzt noch weiterhören willst, dann würde ich mich mega freuen, wenn wir uns auf Spotify, Apple Music oder Amazon Music hören. Denn da gibt es stundenlang weitere Geschichten zum Streamen. Ganz wichtig, erster Link in der Beschreibung. Und folge dann der Playlist, denn die wird immer wieder geupdatet. Wir hören uns dort. Die Welt ist böse und...